Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier in meinem Telefon zu einer neuen Folge von Forgotten Hills Mementos. Da musste ich gerade mal kurz überlegen, was wir spielen. Ich erzähle euch gleich, wieso. Ich wünsche euch hoffentlich viel, viel Spaß und hoffentlich nicht zu wenig Struggle. In dieser heutigen Folge freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt, denn wir werden ein wenig weiter puzzeln. Es könnte sein, dass gleich so ein paar Massakergeräusche im Hintergrund erfolgen, weil wir haben es heute Samstag, es ist jetzt mittlerweile 8.23 Uhr und mein dritter Aufnahmeversuch, dieses Let's Play hier aufzunehmen. Ich habe mir um 5 Uhr morgens den Wecker gestellt, um stressfrei Content aufzunehmen, weil bekanntlich morgens eher ruhiger in meiner Gegend ist. Habe von 6 bis 8 am Rechner ein wenig herumgeschnitten und direkt 8.01 Uhr, beziehungsweise um 8 Uhr wollte ich aufnehmen. Um 8.01 Uhr ging draußen die Kettensäge vom Gärtner an. Ich habe den Eindruck irgendwie, der Kettensägenmörder von Dead by Daylight steht persönlich vor meiner Tür. Das hat mich jetzt gerade so ein bisschen dezent abgefuckt. Also, wisst ihr schon mal, wie mein Grundlevel ist? Eigentlich wollte ich sagen, okay, ich bin heute nicht so abgefuckt wie die letzten Male. Aber ich glaube, ich bin auf Tour. So, in diesem Sinne freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir werden jetzt lospuzzeln. Und zwar suchen wir von diesem Mädchen mit den leicht verstörenden Augenringen, wo man ihr mutmaßen möchte, sie würde irgendwelche Substanzen konsumieren oder sie würde sonst nicht schlafen, so wie sie aussieht. Aber es ist Halloween. Und aus diesem Grund suchen wir ihre Maske. Wir haben jetzt schon ein paar Rätsel bei ihr gelöst. Unter anderem haben wir zum Beispiel 2 Vogelschädel bekommen und haben hier hinten auch diese Raben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, sind das Mama und Papa, die hier ihre Kinder suchen an den Schädeln oder in welchem Zusammenhang steht das? Weil sie geben uns ja irgendwie einen Hinweis, wie wir etwas aktivieren müssen. Diesen Code gleiche ich nochmal ab, habe ich mir ja aufgeschrieben gehabt das letzte Mal. Also genau, rechts, links, links, rechts, links, rechts. Jetzt müssen wir halt nur gucken, wo wir das eingeben können. Hier haben wir tatsächlich nichts mehr, was wir aktiv noch machen können. Fast. Dieses Bettlaken möchte sich das Mädchen gerne über den Kopf stülpen, weil sie eingesehen hat, sie ist so, wie sie aussieht, nicht so vorzeigbar, nicht die hübscheste. Nein, sie will sich als Geist natürlich verkleiden. Oh, die Frage ist, warte mal. Oh, ah, warte mal, wenn hier Vögel dran sind, was ist? Wenn wir es einfach hier dran hängen, dann, warte mal, gilt das schon als 1? Haben wir das Rätsel gelöst und ich habe länger drum herum geredet, als wir könnten oder als wir gebraucht haben, um das Rätsel zu lösen. Warte mal, also wir werden jetzt immer nach rechts gehen. Da hätten wir dieses Ding noch, wo ich noch nicht weiß, was und ob wir ihm was geben können. Aber wir haben jetzt zumindest eine Schere bekommen. Da werden wir jetzt ein Stück vom Bettlaken rausschneiden. Oh mein Gott, das ist doch keine Maske. Gott, siehst du scheiße aus, Mädchen. Also, wenn ich das jetzt so sagen darf. Ja, kannst du so machen. Kannst du so machen. Einfach drüber stülpen. Gut, dann ist sie jetzt draußen. Ist das schon ihre Halloween-Maske? Aber sie ist doch keine Maske. Gehen wir mal zu den anderen. Ich habe auch eine eigene Maske gemacht. Nun möchte ich etwas Saures für die Erwachsenen vorbereiten. Etwas Saures? Das heißt ja Süßes oder Saures, aber das war's. Nun möchte ich etwas Saures vorbereiten. Etwas Saures? Willst du mich verarschen, Mädchen? Etwas Saures? Etwas Saures? Einzige Idee, die ich jetzt noch hätte, wäre, ich weiß nur noch nicht, wo wir es finden, wäre in diesem, erinnert ihr euch noch an diesen Alchemiekeller, dass man alchemiemäßig was zusammenklöppelt? Habe ich keine Ahnung. Verzierung, Verzierung, Verzierung. Wo könnte man diese Verzierung anbringen? Auch ein guter Punkt. Ich weiß gar nicht, ob wir hier jetzt in diesem Haus hier so noch was machen können. Ich klicke mal deswegen ein wenig hier oben auf die Hilfe-Fragezeichen. Es sieht gerade nicht so aus. Also in diesem Haus sind wir fertig. Ist jetzt die Frage, in welches Haus müssen wir jetzt rein? In welches Haus müssen wir rein?
Also, wir hätten hier noch den Spielplatz. Ich gucke tatsächlich mal alle Räume durch, weil ich gerade nicht weiß, wo wir anfangen sollen. Verzierung. Vor allen Dingen, wo könnte man diese Verzierung einsetzen? Nee, warte mal. Warte. War da nicht noch ein Raum? War hier hinten nicht noch? Nee. Also hier auch nicht. Sie sieht ja aus, als würde sie gleich irgendwas überfallen wollen. Oder irgendwen. Jenseitige Liebe. Aus diesem Haus kamen wir ja heraus. Ah ja, aus diesem Haus kamen wir heraus. Ach so, ich wollte in das erste Haus. Jetzt weiß ich wieder. Ich bin völlig falsch gelaufen. Ach, sie ist verwirrt. Dieses Mädchen ist einfach verwirrt. Da geht's raus. Ah ja, okay. Dann sollten wir hier in dieses letzte Haus rein. Ja, genau hier. Wobei, hatten wir nicht noch ein Grab? So, bei ihm haben wir ja tatsächlich was rausgeholt schon. Ich weiß gar nicht mehr was. Ein Knochen, glaube ich, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob das zu leise oder zu laut ist. Ich mach's mal ein bisschen leiser. Also, dann gucken wir natürlich auch hier jetzt mal die Räume durch. Ah, Kinder, wir sprechen von wichtigen Dingen. Geht und spielt woanders. So, wir wollten den Erwachsenen etwas Saures vorbereiten. Warum ist diese Tür eigentlich immer noch zu? Und warum haben wir dafür keinen Schlüssel? Und überhaupt? Also, hier sehe ich bis jetzt auch nichts. Genau, hier. Das ist das Einzige, was wir jetzt irgendwie noch haben. Schnell wachsend Trunk. FECH3. Also etwas Saures. Etwas Saures. Aber siehst du, nur mit FECH3 kriegen wir keinen Drink hin. Hinweis wählen? Nee, das ist mir noch zu früh. Warte mal. Also. Offensichtlich fehlt hier ein Teil der Formel. Also FECH3 ist der Anfang. Es könnte sein, dass genau noch zwei weitere hier hinten fehlen. Zwei weitere hinten fehlen. Ich weiß noch nicht, was diese Uhr uns für einen Hinweis liefert. Wir können natürlich auch mal gucken. Es gab doch irgendwo noch eine Standuhr. Es gab irgendwo noch eine Standuhr. Ah, warte mal. Okay, was ist bei dir jetzt falsch? Kann ich dir irgendwas anbieten, Lady? Oder kann ich dir was rausschneiden? Ein Herz zum Beispiel. Oh mein Gott, Freunde, wir haben. Yeah. Warte mal, wie war denn das Rätsel? Das war doch irgendwas mit hebt das Herz. Senkt, hebt. Wo hatten wir denn da den Hinweis? Oh, wo hatten wir da den Hinweis? Ich glaube, die Blick nach oben, Gedanken nach oben. Wow, wo war denn das? Blick nach oben, Gedanken nach oben. Ah, das ist der Durchgang. Aber kommen wir auch so wieder zurück? Nee, da sind wir da draußen. Okay, dann lass uns noch mal. Nee. Es gab doch auch. Irgendwo eine Uhr. War die bei ihm? Also dieses Monster da unten leckt am Blut. Das andere Monster, was wir da unten gesehen haben, wollte kein Blut haben. Das will also offensichtlich irgendetwas anderes. Aber ich glaube, hier war am wenigsten, was uns irgendwie weiterhilft. Und ja. Hier ist tatsächlich wirklich gar nichts mehr. Wir können noch mal hier nach links gucken, aber hier war auch nichts. Hier war auch nichts. Jetzt schabt es vor unserer Tür, aber das finde ich soundtechnisch tatsächlich immer noch ein bisschen besser, als wenn die Kettensäge drumherum rumort. Hier war die Uhr. Hier war die Uhr, aber da können wir auch nichts machen. Es ist sehr mysteriös alles, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, dann würde ich tatsächlich zu diesem Haus noch mal zurück. Und wir gucken mal, irgendwo auf irgendeinem Tisch, ich glaube hier, das müsste der. Ah, schade, ich hätte gedacht, das ist der Zettel mit dem Hinweis.
Auf welcher, wo lag denn dieser Hinweis? Mit Blick nach oben. Ich weiß es nicht mehr. Ach, wie doof. Das ist jetzt echt blöd, ne? Ansonsten werden wir es vielleicht einfach so mal ausprobieren oder in dem Haus noch gucken. Hier in diesem Haus. Eigentlich müsste es ja hier irgendwo sein. Theoretisch. Wir laufen mal weiter. In dem Haus sind die Mäntel. Im nächsten müssten die Gründungsfeder sein. Dann geht es ja eins weiter. Diese Tür ist zu. Hier. Ah, hier. Auge nach unten. Gedanken in den Himmel. Also Augen nach unten. Gedanken. Himmel. Füße. Boden. Und hebt das Herz. Also das Herz ist offensichtlich etwas sehr, sehr Schweres. Warte mal, wir müssen jetzt mal hier rein. Also, Augen nach unten. Vielleicht sind die Augen das Erste. Ich weiß noch nicht. Warte mal, müssen wir da erst ranlaufen? Ah ja, gut. Also, so, das Herz ist vermutlich irgendwie das Schwerste. Also, Augen nach unten. Gedanken nach oben. Und Füße nach unten. Hebt das Herz. Ist wahrscheinlich nicht richtig, weil... Also vielleicht müssen wir es ja auch so in der Reihenfolge machen. Also Augen nach unten, Augen nach unten, Gedanken nach oben, Füße nach unten, hebt das Herz. Schwierig, warte mal, aber... Auge nach unten, vielleicht jetzt. Und wenn wir das so machen? Ich finde es tatsächlich ein wenig schwierig. Also, ich glaube, das Herz soll am höchsten. Und das Herz ist ja ziemlich schwer. Was ist, wenn wir Herz und Auge auf eins machen? Fuß und Gehirn auch nicht. Und... Also, das finde ich ja auch wieder ultimativ schwer. Ich würde mir einen Hinweis angucken wollen. Überprüfe diesen Ort sorgfältig. Ja, da meint er diesen Zettel, der da liegt, ne? Ja, ja. Da meint er einfach diesen Zettel, der da liegt. Aber es gibt noch einen Hinweis. Den möchte ich jetzt auch nochmal sehen. Das interessiert mich. Platziere das Herz, das Auge, den Fuß und das Gehirn auf der Waage, indem du den Schritten im Buch folgst. Ja, das wäre nämlich jetzt auch so eine Überlegung gewesen, wenn man nicht tatsächlich das so in dieser Reihenfolge, wie es im Buch drin steht, macht. Das erschien mir nur eigentlich zu einfach. Also pass auf, Augen. Also Blick nach unten, Gedanken nach oben, Füße nach unten, hebt das Herz. Das ist total bescheuert, weil im Endeffekt macht das für mich eher weniger Sinn, weil das Herz wurde ja nicht angehoben. Es, also, okay, lassen wir das. Wir haben eine Zunge mit einem Hinweis bekommen. Es könnte genauso gut optisch eine Krawatte sein, aber vielleicht ist das irgendein Zahlencode, wenn man da die Mitte teilt. Weiß ich noch nicht, zu was uns das jetzt... Oh, wir können es alles wieder einsammeln. Brauchen wir die Organe dann noch für irgendwas? Und vor allem, zu was ist das jetzt ein Hinweis? Fragen über Fragen, die mich begeistern und verwirren. Und überhaupt. Also, wir gehen jetzt hier nochmal rein. Schnell wachsend Trunk. Irgendwelche zwei Sachen sind hier nicht mehr lesbar. Also FECH3. Wir wollen... Und wenn wir einfach was probieren zu mischen...
Zumal ich weiß auch nicht, was wir damit tun sollen mit diesem Trunk, den wir dann haben. Das ist ja die nächste Frage. Da gibt es auch nirgendwo einen Hinweis, oder? Doch, hier gibt es einen Hinweis. Hier gibt es einen Hinweis. Gut, angucken. Dieses Objekt kann dir helfen, doch du musst die anderen Zutaten selbst finden. Ja, aber wie finde ich die? Das ist ja genau jetzt meine Frage. Mehr gibt es nicht als Hinweise? Was? Wie? Doch du musst die anderen Zutaten selbst finden. Ein Auge? Kann ich Organe reinmachen? Können wir, ist das so eine Geschichte, dass wir vielleicht irgendwie hier noch irgendwas zerhäckseln können? Ich muss sie selbst? Okay, dann lass uns das mal durchmischen. Etwas stimmt nicht, der Trunk ist komplett verdunstet. Okay, gut, also ist jetzt, ohne dass wir wissen, was wir tun, irgendwie etwas zusammenzumischen. Also etwas Saures. Da hätte ich jetzt formal gedacht, na gut, etwas Saures, aber sowas. Okay, was ist, wenn wir FeAU, also X2A hat ja nicht funktioniert, dann probieren wir A2I. Auch komplett verdunstet. Okay, vielleicht ist es ja doch einfacher als gedacht. Dann probieren wir es mit dem letzten. Wir probieren einfach sämtliche Kombinationen durch, weil FeCH3, das ist ja auf jeden Fall der Anfang der Formel. Das würde ich auch so lassen. Dann probieren wir jetzt XR1. Oh, 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 das sieht gut aus. Das sieht nach einem brauchbaren Trunk aus. Aber was zum Henker machen wir damit? Das müssen wir jetzt herausfinden, wem wir den jetzt geben. Also ich habe, was habe ich denn jetzt zusammengemischt? Ich habe FeCH3, AU2 und XRI. So, mit diesem Trunk bewaffnet werden wir jetzt mal gucken, wem wir diesen Trunk geben können. Magst du sowas auf die Zunge vielleicht? Bist du der königliche Vorkoster? Es sieht nicht so aus. Du hier, kann man dich hier wiederbeleben? Auch nicht. Gut, dann werden wir so jetzt kategorisch vorgehen. Kinder, wir sprechen. Dann sprecht mal. Die Eulen, kann ich euch vergiften? Schade, auch nicht. Ich probiere wirklich die dümmsten Sachen jetzt aus. Kann ich euch vergiften? Auch nicht. Hier, den Friedhof. Auch nicht. Ich gebe jetzt allen möglichen Dingen. Probiere ich diesen Trank jetzt anzupreisen auf dem Spielplatz. Okay, da können wir reingehen. Wir haben das erste Zimmer. Da haben wir nichts weiter, wo wir irgendwas machen können. Im zweiten Zimmer haben wir vielleicht ein Bild. Da könnte ja auch ein Geist zum Beispiel sein. Du weißt ja auch nicht, ob es ein Trunk ist, der Geister wiederbelebt. So, diesen komischen Elchkopf können wir es auch nicht geben. Wir werden schon irgendwann das Richtige rausfinden, aber ich glaube, wir müssen es komplett selber herausfinden. Dann haben wir hier hinten noch etwas. In die Spieluhr reinkippen können wir es auch nicht. Siehste, wir nähern uns ja. So viele Räume hat das Spiel ja Gott sei Dank nicht. Ist ein bisschen blöd, dass wir gar keinen Hinweis bekommen haben, aber das ist vielleicht eins der Dinge, wo ich ja schon mal gesagt habe. Ist so ein bisschen darauf abgezielt, dass man vielleicht auch einfach Werbung guckt, um Hinweise zu bekommen. Was ja generell nichts komplett Verwerfliches ist, aber. Wenn es so gar keine Hinweise gibt, ja, finde ich schwierig. Also, ja, finde ich so ein bisschen. Warte mal. Achso, das war der Ausgang. Ja, finde ich so ein bisschen schwierig. Kann ich euch. Du weißt ja nicht. Kann ich euch wiederbeleben? Hier aus den Bildern herauszerren. Hier war doch auch mal ein Geist drin. Guck mal, die Raben sind weg. Die Raben sind geflüchtet. Die haben keinen Bock mehr. Ich gebe das jetzt allen Dingen. Dir vielleicht wächst dann irgendwas Neues. Ist das was für dich? Auch nicht. Kann ich hier das irgendwo ins Gerät reinkippen? Auch nicht. Weil mit so einem Trunk kannst du ja vielleicht mehrere Dinge machen. Vielleicht auch nicht, wie du siehst, ne? So, das war dieses Haus. Aber wir nähern uns allzu viel. Vielleicht können wir auch das Pferd wieder aufwecken. Warte? Nee, ich wollte hier rein. Vielleicht können wir das Pferd wieder aufwecken ins Pentagramm. Auch nicht. Also ist schon mal nicht für irgendwelche Beschwörungsgeschichten. Hier können wir auch nichts weiter verfeinern. Ah, ich bin schon wieder rausgelaufen, ne? Warte mal. So, dann nach links. Links. Den Puppen vielleicht. Irgendwelchen Geräten würde ich es jetzt so nicht geben. Ihm hier auch nicht. Ich glaube, in diesem Haus werden wir nicht großartig. Ich glaube, dieses Haus brauchen wir vielleicht gar nicht mehr zu betreten. Hier sehe ich jetzt eher weniger Möglichkeiten.
wo man noch interagieren könnte. Also, ach so, nee, warum geht sie denn raus? Weil sie mal gucken wollte, wo sie rausgeht. So, hier können wir auch niemanden wiederbeleben. Ich weiß halt tatsächlich ansonsten nicht, was ich mit diesem scheiß Trank machen soll, ne? Auch nicht, niemanden. Mir gehen langsam die Ideen aus. Ich bin ja ein kreativer Mensch, aber langsam ist vorbei. Really? Really? What? Ah, ich kann mich nicht bewegen. Diese Spinne muss mich vergiftet haben. Es fühlt sich an, als würden 1000 kleine Spinnen unter meine Haut krabbeln. Das war jetzt auch noch falsch. Willst du mir erzählen, ich habe den falschen Trank? Aber, okay. Aber müssen wir die Spinne vergiften? Mit einem anderen Gemisch? Ich bin ein bisschen verwirrt, wenn ich das so sagen darf. Gibt's hier noch ein Haus? Nee, doch. Warte mal. Ja, es war das letzte Haus. Okay, dann rein in den Alchemiekeller und losgelegt. Die nächste tolle Verbindung.